wenn niemand besser geeignet ist. Wir kämpfen. Oh. Und hier ist ein großer Haufen, den man plündern könnte. Da liegen sogar schöne Sachen dabei drin. Aber wir haben leider keinen Platz mehr gerade. Also geht ihr mal zurück. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Und du öffnest hier. Nichts leichter als das. Das ist Young. Ich hab genug davon. Oh, ach so. Verschlossen ist noch. Spitzbubenstein, ein Umhang und ein Buch. Umhang. Schutzumhang plus 2. Kannst du leider nicht tragen, weil du das Ding trägst. Und ein Zauberbuch. Handbuch der körperlichen Ertüchtigung. Ein typisches Handbuch der körperlichen Ertüchtigung gibt dem Leser strikte Anleitung zum täglichen Leibesübungen zum Aufbau der Muskulatur. Als ob das noch nicht genug wäre, besitzt das Handbuch zudem magische Kräfte, mit deren Hilfe der Leser seine Stärke um einen Punkt erhöhen kann. Leider verschwindet das Handbuch nach einmaligem Gebrauch. Genau, das ist falscher Gegenstand. Jetzt aber. Ja? Das ist das Handbuch, was meine Stärke erhöht. Stärke 19. Jetzt können wir 500 Pfund schleppen. Also Talisa kann 500 Pfund schleppen. So, die Sachen kriegst mal du immerhin. Die sind nämlich eigentlich ziemlich wertlos geworden. Jo. Was wir mit dem Umhang machen, weiß ich noch nicht genau. Wir gehen jetzt erst einmal zurück in den Raum hier. Immerhin ist fast voll belegt. Ah, da kriegt sie die beiden Briefe auch nochmal. So, da hat Talisa nämlich frei. Dann kann Khalid ihr kurz die 7 Meilenstiefel geben, dass sie den Rest da oben plündern kann. Und dann werden wir sehen, wenn wir mehr Zeug finden, was wir dann zurücklassen müssen. Weil hier sind wir überall durch. Wir müssen nur da oben noch die den Raum plündern mit Talisa. So, Khalid. Nicht auf den Boden werfen. Manchmal ist das mit dem Klicken etwas schlecht. So. War gut. Hä? Du hast doch 7 Meilenstiefel an. Oh, liegt das an dem Ring? Ja, das lag an dem Ring wohl. Jetzt bist du endlich wieder schneller. So, dann sack mal hier einen Ring. Noch ein Ring. Als Kette. Noch ein Ring. Hier war gerade was. Ich habe es gesehen. Edelstein und eine Halskette. So, und dann hier. Trank, Trank, Trank. Stein, Stein. Einen Ring können wir mal und eine Halskette. Ja. Dann kann sie die beiden Sachen auch noch einsacken. So. Sehr gut. Wir gucken mal, Khalid kann auch noch einen Ring anziehen. Nee, das ist eine Halskette, einen Ring anziehen. Die beiden Sachen können von ihr identifiziert werden. So ein Kriegshammer. Das heißt Minsk, der überladen ist. Zieht mal den Silberring an. So. Und packt sich noch den Hammer da oben rein. Da ist der aus dem Schuss. So, wem können wir jetzt was Gutes tun, indem wir ihn einem Schutzumhang geben? Minsk nicht, der hat schon den Schutzring.
ihr nichts. Sie hat die Rüstung. Sie kann keinen Schutzumhang tragen, soweit ich weiß. Genau, sie auch nicht wegen dem. Minsk auch nicht wegen dem Ring. Khalid auch nicht wegen der Ankeck-Rüstung. Und ich auch nicht, weil ich auch so einen Unverwundbarkeitsring trage. Würde ich den ablegen, könnte ich auf minus 6 gehen, aber ich glaube, für sie ist das wichtiger. So. So. Dass sie mal etwas weniger hat. So. Wer hat noch freie Ringslots? Sie jetzt. Okay, dann kriegt sie mal einen Ring angelegt. Dass wir etwas Platz haben. Ring der Handlungsfreiheit. Trank der Lebenskraft hat Khalid ja einen. Der kann zu dir. Trank der Steinform. Hast du da noch welche? Ja. Gegengiften falsches. Irgendwelche Steinchen, die wir schon irgendwo gelagert haben. Na, wir haben recht wenig Steinchen eigentlich, sehe ich gerade. Heldentrank. Oh, den kannst du wieder haben. Du hast langsam etwas viele Feuerballstäbe, fällt mir gerade so auf. Einmal Magiebann. Lähmungsstäbe. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Oh ja, und Talisa sollte ihre Schuhe wieder wechseln. So. Gut. Einmal ein Quicksave. Dann gucken wir hier weiter. Womit kann ich dienen? Oh, wer bist du? Du bist Treppin. Ihr habt Arabelle vergiftet. Und dann denken, dass ich diese Burg in den Händen wie den euren lassen würde. Ha, Menschlein. Oh. Selbst Treppin ist ein Doppelgänger geworden. Also der Kuhhirte. So, jetzt kommt etwas, glaube ich, etwas, wo ich mir nicht sicher war. Genau, die beiden. An die ich mich auch gar nicht richtig erinnern kann. Bei den Göttern. Das Ding war der junge Treppin. Was geht hier vor, Talisa? Obe hat uns gebeten, euch hier zu suchen. Aber das ist übler als eine furchterregende Illusion. Das Ding war ein Doppelgänger, genau wie du. Aus Hochachtung vor deinem Gesicht, das du trägst, könnte ich dich glatt am Leben lassen, Spiegelgestalt. Fliehe von hier, bevor ich es mir anders überlege. Wie ihr befehlt, so soll es sein, Kamerad. Kommt ihr, der Talisa hat gesprochen. Okay, das heißt, die beiden sind keine Doppelgänger. Ich habe das nie richtig überprüft, muss ich ehrlich zugeben. Unter meiner Würde. Ich war immer der Meinung, dass sie keine sind. Aber jetzt wollte ich mal sicher gehen. Deswegen, das ist eine lange Geschichte, Arcanis. Bitte, ihr müsst mir hier heraushelfen, und zwar schnell. Kann ich euch vertrauen? Mir könnt ihr trauen, Kind, und der auch. Ich weiß nicht, inwieweit es euch helfen können, aber wir haben für starke Arme und einen guten Blick für Illusionen. Wir begleiten euch bis zum Ende der Gewölbegänge, aber nicht weiter. Wir müssen ja Zeugnis über die Schrecken ablegen, von denen dieser Ort heimgesucht wird. So, jetzt können wir erst einmal die Räume hier uns anschauen. Ich dachte wohl, ihr könntet mich überlisten. Was? Versuch's doch, Holkopf. Da sehen wir, wer hier von uns heil davon kommt. Dondala. Hat eine Ghoul-Berührung bei sich. Und einen verschlossenen Schrank. Magiebann. Was wollt ihr? Das ist gar nicht mal so schlecht. Und wer auch immer sich da den Magiebann-Zauber einfallen hat lassen, er kann Selune nicht besonders leiden, wegen dem zerbrochenen Mond. Oh, Hull, oder? Genau, Hull, so wie der geht. Ihr wollt wirklich Huls Spezialelixier gestohlen haben?
und habt es dann an Kühe verfüttert. Ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem ihr mich getroffen habt, Talisa. Meine Klinge wird gleich stürzen. Monster herbeirufen. Okay. Oh ja, stimmt. Hier im Mittelgang gibt es Skelette. Und hier im Mittelgang ist auch wohl einer gestürzt. Oder die Skelette, die sammeln hier die Leichen. Wir müssen hier auch aufpassen. Zwischen einigen der Säulen sind immer noch Fallen. Ich hab genug davon. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Ja, aber das dürfte kein Problem sein für die anderen, solange wir innerhalb der Säulen bleiben. Ja. Eure Dienerin, wie ihr wünscht. Oh. Ja. Nichts leichter gut, als das. Gut, das ist ja erledigt. Was wollt ihr beinahe unter meiner Würde? Gucken wir uns jetzt noch den letzten Raum, glaube ich, auf dieser Seite an. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Und ja, Hira sollte nochmal, nicht dich selber. Dummkopf, unverschämtes Bike, wehrt euch, versucht euch Weisheit beizubringen. Aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Genauso könnte ich Mitgefühl von einem Cent verlangen. Ihr seid ein Nichtskind und werdet bald noch weniger sein. Okay. Eure Zeit ist gekommen. Wir haben noch einen Doppelgänger gefunden. Konzentrationstrank? Was macht der denn? Intelligenz, Geschicklichkeit. Der ist also perfekt für Magier eigentlich. So. Die Seite haben wir erkundet. Wir haben den Mittelgang erkundet. Das heißt, bevor wir hier die große Treppe nehmen... werden wir uns auf der anderen Seite noch umsehen. Wir haben jetzt übrigens, weil ich es noch gar nicht erwähnt habe, mit den beiden Büchern, die wir hier unten gefunden haben, jetzt alle Bücher gefunden, die es im Hauptspiel gibt. Unter anderem zwei Weisheitsbücher. Bolzen solltet ihr holen? Stattdessen hätte ich euch wohl besser meine Stiefel sauber lecken sollen, ein Stück Fleisch. Okay. In meiner Hand. Noch einer weg. Oh, noch so ein hübscher Edelstein. So, und hier drin ist nichts. Jetzt haben wir langsam alle unsere alten Freunde als Doppelgänger getötet. Also zuerst die mit ihrem Buch, den mit seiner Kuh. Fuller und Hull haben wir jetzt, glaube ich, auch schon erledigen müssen. Wer bist du? Ach, Pater. Den hatten wir auch noch nicht. Die beiden Mönche, denen wir begegnet sind, nachdem die Meuchelmörder uns angegriffen haben, übrigens. Er und der andere vorhin. Ich soll euch trösten? Ach, ich zeige euch einen süßen und leisen Trost, wenn ihr mich nur lasst, nichts nutzt. Ja. Den Tod. Oh, haben wir sich so ein Käsestück? Ja, haben wir. Nichts leichter als das. So, hier ist nichts mehr weiter. Beim Hohemoradins. Und du fehlst ja noch mit deinen Ratten. Spion, Verräter, kämpft doch für die Ratten. Dreht euer Fädchen schön im Wind, schön im Wind. Wir haben einen Namen für Typen eurer Sorte. Rattenbastard. Jawohl, Rattenbastard. Und bisher habe ich die noch alle eigenhändig gehängt. Okay. Meine Klinge. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Und dich tut es mir fast schon nicht leid, muss ich ehrlich zugeben.